Hallihallöchen, liebe Leute, und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Blinketten. Wir sind jetzt hier ein bisschen unterwegs in dieser alten Stadt gewesen, haben drei sehr kuriose Damen getroffen und sind jetzt eigentlich mehr oder weniger auf dem Weg, um herauszufinden, was das mit den Hexen auf sich hat. Allerdings, die guten Damen haben leider sehr dubiose Rätsel für uns vorbereitet und wollen uns nichts direkt erzählen, also müssen wir selber nachforschen, was ist hier, was hier genau los ist. Irgendwas von Drachen und wir sollen uns vor der roten Horde in Acht nehmen und solche Geschichten. Aber nichts so, was uns wirklich helfen könnte. Das ist jetzt natürlich dann die Frage, wie machen wir an der Stelle weiter. Deshalb springen wir von Ort zu Ort und hoffen auch aufs Beste, würde ich mal sagen. Also jetzt bin ich an der Stelle von der Stadt, wo ich eigentlich mir die Truhe holen wollte, da wo die dritte Frau war. So, jetzt sind wir wieder hier, alles klar. Müssen sowieso hier runter, wie es aussieht. Nach wie vor sind uns diese Squad-Leute hier auf den Fersen. Haben irgendwas gegen uns, warum auch immer. Bringen uns auf jeden Fall in eine von einer Bredouille zur nächsten. So, da gehe ich jetzt erstmal noch nicht hin. Auf jeden Fall scheint sich geht's irgendwas hier vor. Es sind drei Frauen, die uns hier aufgeklärt haben über eine rote Horde, vor der wir uns in Acht nehmen müssen. Natürlich dann auch einen Schwarm von Drachen. Und das Letzte muss ich ehrlich gesagt sagen, das habe ich schon vergessen, aber ich glaube, es ging um etwas in die Richtung von irgendwas mit Phantomen, ne? Und dann ist jetzt natürlich die gute Frage, um was geht es jetzt genau? Das werden wir dann, glaube ich, alles noch rausfinden. Okay, hier sind auf jeden Fall wieder welche eingesperrt. Natürlich werde ich jetzt gleich von meinem Empfangskomitee hier begrüßt. Man anscheinend auch eine Zugriffsfertigkeit kaputt, die Roboter. Und jetzt lassen wir mal die Leute raus. Hallöchen! Oh, wir bekommen direkt Geld als Belohnung. Ding. Sogar mehrere. Vielleicht kann uns einer von denen auch einen kleinen Tipp geben, wo wir als nächstes hin müssen. Nö, die schlendern ganz entspannt hier weg. Okay. Dann gehen wir auch ganz entspannt weiter. So, wo geht's eigentlich als nächstes? No. Da unten? Probieren wir es mal. Auf jeden Fall ganz schön praktisch das Schwertchen. Nur was genau die Hintergrundgeschichte ist hinter dem schwebenden Schwert, das auf unsere Gedankenwellen hört oder irgendwie sowas in der Richtung, da wissen wir noch nichts davon. Also mal schauen, was die Story noch so bringt. Auf jeden Fall ist hier ein Portal. Und sonst wissen wir nichts Genaues. Ah, das ist noch hier in der Ecke. Okay. Da leuchtet etwas. Auch ganz schön kurios. Muss man, glaube ich, hier hoch. Tatsächlich. Oh, ich wollte schon durchs Portal. Da habe ich gedacht, guckst lieber doch mal, was es da so alles gibt.
Und es ist gut, dass ich das gemacht habe. Okay, da geht es weiter. Da wollen wir aber noch nicht hin. Da wollen wir erstmal hier rein. Scheint es irgendwas Wertvolles zu geben. Oh, das kommt mir bekannt vor. Das ist die Ecke, wo wir jetzt vor kurzem waren. Ja. Eigentlich hätte ich oben bleiben sollen. Jupp. Zum Glück komme ich wieder hoch. Dann sprechen wir lieber mit dem einen Echsen, mit dem Echsenmännchen, was da schon geduldig auf uns wartet. Servus. Was geht ab? Hey there again, Dorgai. What word from the witches? Something about red hordes, swarms and swarms of dragons, and some sort of ghost soldier. No! Phantom soldier. Huh? That's correct. Verily. You may enter. Thanks, Dorgai. Must be short-staffed. Ah, das ist eine Art Codewort. Ach du Scheiße, ist ja ausgeklügelt. Huh. Interessant, interessant. Gibt es hier eine Geheimorganisation, die wir noch nicht kennen? Vielleicht. Ich wollte schon sagen, das fahren wir in der nächsten Folge, aber wir haben die Folge erst vor kurzem gestartet. Au, au, au. Also muss ich das jetzt machen. Boah, Alter. Das war ganz schön fies, aber zum Glück haben wir die Situation einigermaßen bewältigt. Möchte ich eigentlich mal ganz kurz hoch. Bin ja einer, der immer wieder erkundet. Ah. Nö, 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 nö. Brauche ich nicht. Nope, nope, nope. Okay, also muss man doch da hoch. Here it goes. Here comes the Spider-Man. Okay. Ah, gibt's hier irgendwas Wichtiges? Wie, so wie es aussieht, nicht. Ah, doch, gibt's hier. Skiffy. Skiffy das Skang. Skiffy das Skoo. Aber ich sehe es nicht. Hm. Vielleicht doch unten? Was sie eindeutig nicht haben, unsere lieben Soldaten hier, unsere Squads, das ist ja Verteidigung und so, und defensiv und so. Und eine Roboter, der macht mir ein bisschen Angst, der jetzt gerade hier aus dem Hintergrund erschienen ist. Ja, genau der da. Boah, das war fies. Ey, ich will doch nur klettern. Scheißteil. Was ist eigentlich mit dem Teil? Ha. Kurioses Viech. Hm, gehen wir noch mal kurz aufs Dach da. Höhe! Das ist das große Rätselmoment, ne? Was haben die Leute eigentlich gegen uns? Wofür diese ganze Geheimnistuerei mit dem Codewort hier und alles? Hm. Was ist das überhaupt für ein komisches Teil? Hm. Sehen wir dann. Das Geheimnis kommt hoffentlich langsam ans Licht. Blade!
Vor allen Dingen verfolgt uns das Teil anscheinend. Was auch immer es ist. Irgendeine Form von Mech oder irgendwie sowas. Ah, Truhe für mich. Sehr schön. Yay, Team! Mit einem weiteren so einem Datenpack. Okay. Inzwischen haben wir aber ganz schön viele von denen. Haben wir die 20er Marke schon erreicht? Für das eine Kostüm? Ich glaube nicht. Bonus. Sonst hätten wir schon was gesagt bekommen, glaube ich. Darum schaue ich mich auch nochmal um. Haben wir ja schon öfters gesehen, dass bei solchen Überdachungen es viel mehr gibt, als man zuerst vermutet. Aber ist in dem Fall nicht so gewesen. Okay. Dann weiter. Hier ist es zumindest einigermaßen ruhig. Oh, und ich sag gerade, wie ruhig es hier ist. Und dann sieht es so aus, als ob gleich ein Boss auf uns zukommt. Und natürlich wissen wir auch alle schon, wer das ist. Oh je, es ist ein geschlossener Raum mit einem Boss. Verdammt. Och, es ist natürlich der Koloss da. Oh, die ist es. Me? Hey, you're the one with a bounty on your head. You don't even understand why, do you? Yeah, I've seen you cause enough damage to get the gist of it. Okay. Die ist ja eigentlich unser Ziel. Die wollen wir ja eigentlich tot sehen. Okay. Der Laser, der war heftig, ja. Oh ja! Oh, aber das mit den Stacheln ist fies. Vor allen Dingen gibt es von denen so viele. Dann diese Drills überall. Ihr wisst, die muss uns jedes Mal das Zeug wegräumen. Damit ich nach oben kann. Bam! Das kriegst du dafür, dass du zu nah an mich rangehst hier. Hopp, das sieht gefährlich aus. Ich bin mal gespannt, was sich hinter unserem Ziel da versteckt in der Geschichte. Hört sich für mich erstmal nach Freiheitskämpferin an oder irgendwie sowas. Wow. Ich glaube, die hat den Eindruck, also unser Ziel, dass das war Hammer. Dass wir irgendwas gegen ihr Volk kennen. Deshalb was kannst du hier machen. Oder sie hatte ich in irgendeiner Form böse. Und nur die Soldaten von den Söldnern, die wollen was von ihr. Nur ich bin schon mal hier oben unterwegs. Mach du mal da oben kaputt.
Boom, dreimal getroffen. Aber hier sprühen schon ein paar Funken, das ist gut. Für mich. Und da unten sind die Drills unterwegs. Oh! Nix da. Puh! Ich glaube, davon ist sie nicht ganz so begeistert wie wir. Aber wir bleiben hier oben. Wir hängen hier ein bisschen ab. Hahaha. Ah, hat dich mein Schwert zufällig gepackt. Wir haben keine Pläne, wir sind nicht böse. Zumindest steht das nicht so auf unserem Ausweis. Oh. Ich gehe lieber hoch. Oh. Das ist unfair. Nimm uns nicht unseren Lebensraum. Boom. Und wieder einmal gegen die Fresse. Magassi? I didn't help them. The Salgoon stole that trinket from me before I... Trinket? Solas? The Solas are working for the Magassi. And you handed them the key to wiping out my people. Oh, deshalb bist du hier unterwegs. Mother! What? You're his... Jin, get out of here. She's here to kill you. Kill all of us. Run! Run! But the boar hunt, she saved us from it. She retrieved the key for the Magassi. She's going to awaken the dark. Oh no! The flashback! Flashbacks! Oh shit, flashbacks, the Vietnam. The dark are here? Where? I'll die before I tell you that. No! The dark wiped out my people, destroyed my homeworld, killed my family. Well, you've doomed us to the same fate. Warum so stur? Ja, perfekt in die Fresse gehauen und ohnmächtig und perfekt, ja. Hat sie gut gemacht, einmal in die Fresse ausgenockt und fertig. Sorry, I hit your mom, kiddo. But is she always that difficult? Not always. Did the dog really kill your family? Yes. Oh, backstory. Yes, but I'm gonna make sure they don't hurt your mother or you. I'm going to stop the darks this time. Jin, is your mother okay? Did you get to her before Ballard? No, he didn't, Sheriff Head. What are you doing in the middle of all this? I'm supposed to be keeping the peace on this rock, not snooping around and stirring up trouble. So, you used me instead? Yep. Just, I pointed you in the right direction. So? Now what? I'd lay low for a bit. The Magassi have been stepping up their search for Tara Lee and her group. Oh. You'll be safe at Iterlop for now. Jin! Mother, you were wrong. She saved you. I guess I was mistaken. Thank you. Oh, Freundschaft! It ain't over yet. Ja, was sich so einiges hier rauskristallisiert hat aus der kurzen Szene, ne? So far 200 to 300 that we know of. Who knows how many people have been relocated from the outer districts? It seems too big a plan for some Renekops. The Magassi, they're behind it. And they're using the Solars as a cover. Oh, how did I miss that? So wird was schon bei Episode 2? Ich hab's nicht ganz mitbekommen. And now with the key relic, they'll call up the dark. The end of everything. How come you know so much about the dark? I mean, most people have never heard of them or think they're some fairy tale. Our people have promised to never forget, no matter how old the stories. Well, one thing I know for sure, it's time to pay a visit to my favorite crazy technocult. Okay. Wir erfahren wohl noch einiges mehr, aber bevor wir zur nächsten Folge. Why?
uns aufmachen. Ja, schauen wir natürlich bei unserem Lieblings-Troublemaker hier vorbei. Und verbessern gleich mal unsere Statuswerte to the max. So, jetzt haben wir alle Erweiterungen geholt. Also inklusive Ausdauer. Und Gesundheit. Wir sind bereit für unser nächstes oder weiteres Abenteuer. Und da kommt schon so ein komisches Viech an, mit dem ich eigentlich nichts zu tun haben will. Ah! Und ich habe ein bisschen Geld abgeschnaubt. Auch nicht schlecht. Auf jeden Fall, wir machen an der Stelle mal einen Cut. Sehen uns dann in der nächsten schönen Folge von Blade Kitten. Und ja, hoffe, euch hat es soweit gefallen. Dieses verdammte Viech. Komm her! Grrr. Grrr, sage ich. So, dann würde ich mal sagen, wir machen auf jeden Fall mal Schluss und sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Haut rein, Leute. Ciao, ciao.